Ja, meine Freunde, auch herzlich willkommen zu Part Nummer 2 und wir wollen uns in diesem Video mal ihre Skills, ihre Tricks und Kombos anschauen. Und ich muss sagen, ich habe eine ultra leckere Cola gefunden, aber ich darf nicht sagen, welches ist. Ich darf ja kein Product Placement machen, aber okay, vielleicht hat man es gesehen, aber mehr zeige ich nicht. Die schmeckt mega lecker, ich bin's, aber ist auch relativ teuer. Mehr sage ich nicht. Hashtag angespoilert, weggespoilert. So, wir gucken uns Jinx an, was kann sie? Wir gehen zunächst auf ihre... Ja, fangen wir doch einfach mal mit ihrer Q an. Und ihre Q ist das, was Jinx tatsächlich ausmacht. Sie hat ja ihre zwei Waffen, und zwar hat sie eine MG, eine Minigun und einen Raketenwerfer. Zwischen diesen beiden Waffen kann sie hin und her wechseln. Das heißt, ihr seht, jetzt hat sie die Waffe. Das Wechseln selber kostet gar keinen Mana. Ja, das heißt, ihr könnt das so oft machen, ihr wollt. Und ihr seht, das hat einen relativ kurzen Cooldown. Ihr könnt zwischen den beiden Waffen hin und her tauschen. Beide Waffen haben ihre Vor- und Nachteile. Fangen wir zunächst mit der Minigun an. Das ist nämlich die Waffe, die sie am meisten hat. Die Minigun hat wenig Reichweite, so ähnlich wie Twitch, sag ich mal. Das heißt, wir können mal gucken, wie weit die Reichweite ist. Das hier ist die Reichweite, ist also recht gering für einen AD Carry tatsächlich. Allerdings hat diese Minigun einen Effekt. Und zwar muss man dazu sagen, Jinx ist der Champion mit dem wenigsten Base Attack Speed im ganzen Spiel. Ja, das heißt, wenn du alle AD Carries hinstellst, hat sie die wenigste Attack Speed von allen AD Carries. Aber mit Hilfe ihrer Q kann sie das enorm steigern. Denn pro Schuss kriegt sie abhängig von ihrem Level Attack Speed dazu. Und man sieht hier, man kriegt, das Ganze kann man dreimal stacken. Das stackt sich pro Schuss. Und im Moment, das ist pro Level quasi, das ist abhängig von dem Level, wie viel man haben kann. Im Moment sind es 95% Bonus Attack Speed, die wir mit der Minigun aufbauen können. Ja, das heißt, wir schießen jetzt einfach mal hier, wir sehen 1,08. Wir schießen ein Stack und ihr seht, wie das Attack Speed sich hier hochgeht. Ja, wir haben hier diese drei Stacks. Sollten wir in der Zeit nicht schießen, dann läuft das hier so runter. Zwei Stacks, ein Stacks und so weiter. Dann kommen wir zu ihrem Raketenwerfer. Ihr Raketenwerfer hat viel mehr Range und die Range von dem Raketenwerfer erhöht sich mit dem Upgrade. So ähnlich wie bei Tristana per Level, bei ihr mit jedem Upgrade. Der Raketenwerfer hat wie gesagt mehr Reichweite, hat 110% Schaden, das heißt, er macht mehr als ein normaler Outhit. Allerdings braucht er pro Schuss Mana. Er braucht pro Schuss Mana, ihr schießt mit jedem Schuss, ihr seht, 20 Mana pro Rakete und er skaliert schlechter mit Attack Speed. Man sieht hier 25% skaliert er schlechter mit Attack Speed der Raketenwerfer. Das heißt, wenn ihr 1,08 und den Raketenwerfer macht, habt ihr etwas weniger. Das ist die Q und das ist schon das Wichtigste, deswegen habe ich es jetzt so ausführlich erklärt. Jetzt kommt es zu dem W. Das W ist ihr Sepp. Ihr Sepp hat sehr hohe Reichweite, ist allerdings relativ dünn und hat eine kleine kurze Castzeit. Das heißt, das Ding braucht kurz. Es fliegt nicht durch Sachen durch, das heißt, es bleibt am ersten Ziel ploppen. Slowt aber richtig, richtig stark mit der Zeit. Ja, Stufe 1 sind 30%, aber ihr könnt quasi den Slow um 10% pro Stufe erhöhen und kommt später auf 70, 80%. Das heißt, ihr schießt das Ding, es braucht eine kurze Zeit und dann wird der Gegner ganz ordentlich geslowt. Macht auch relativ guten Schaden, ihr seht hier, das skaliert sehr, sehr hoch mit AD, deswegen auch wichtig, diese Infinity Edge und das BF Sword und die Pickaxe zu bauen, weil hier gerade sehr, sehr viel AD drin ist. Dann kommen wir zu ihrer E. Ihre E sind die Chompers. Die Chompers, das sind so Flame Chompers. Das sind so drei Bomben, die sie wirft. Funktionieren so ähnlich wie Caitlyn Fallen, nur dass sie kurze Zeit halten. Dafür sind es aber direkt drei, sie brauchen eine kurze Zeit, dann sind sie aktiv und jeder, der da durchläuft, wird festgehalten für 1,5 Sekunden und kriegt Schaden, kriegt Feuerdamage. Das ist ihr E. Und dann kommen wir zu ihrer Ultimate. Das ist so ähnlich wie Ash Arrow, nur dass es mehr Damage fixiert ist. Und zwar schießt Jinx AOE über die Map, egal, unendlich Reichweite, kann sie eine Rakete schießen. Diese macht Execute-Schaden, das heißt, so weniger P der Gegner hat, umso mehr Damage hat, macht die Rakete. Und die Rakete hat noch so ein kleines Scaling, das gehen wir aber gleich in der Section nochmal durch, in der Combo-Section. Das heißt, wir gucken mal, wir schießen die Rakete, wir gucken einfach mal, ob wir sie treffen. Da unten steht sie, wir schießen uns einfach mal so, wie läuft sie. Ja, ist jetzt ein bisschen, ich predikte einfach mal, dass sie bis hierhin so läuft. Zack, ihr schießt, da fliegt das Ding, ihr habt auch Vision, während das Ding fliegt. Und, ja, schade, unlucky, aber das war ihr Skillset. Achso, wir können noch eben kurz ihre Passive angucken. Ihre Passive ist Get Excited. Get Excited oder werde aufgeregt oder so ähnlich, funktioniert folgendermaßen. Immer, wenn ihr einen Champion, bei einem Champion-Kill dabei seid, das heißt, wenn ihr einen Champion-Kill macht, einen Champion-Assist, wenn ihr einen Inhibitor killt oder assistet, oder wenn ihr einen Turm killt oder assistet, wir gucken mal, ob wir das schnell hinkriegen. Ja, ich glaube, das klappt. Kriegen wir enorm viel Movement-Speed. Enorm viel Movement-Speed, und zwar 175%, was mit der Zeit aber abnimmt. Wir gucken uns das Ganze mal kurz an. Ja, und ihr seht, jetzt haben wir richtig, richtig, richtig viel Movement Speed. Das ist der eine Punkt. Und zweite, das seht ihr hier, für 6 Sekunden. Das heißt, ihr habt für 3 Sekunden mehr Movement Speed, was schnell abnimmt. Ja, das heißt,
für die erste Sekunde habt ihr 175%, dann habt ihr 60%, dann habt ihr 30%. Also jeweils eine Sekunde. Ja, eine Sekunde 75, eine 60, eine 30. Und ihre Passive, die zweite Passive ist, dass sie quasi noch 6 Sekunden lang 15% Attack Speed kriegt. Das kennen die, wissen die meisten gar nicht. Ihr kriegt 15% Attack Speed für 6 Sekunden. Und wenn ihr dann wieder jemanden killt, dann stackt ihr diese Passive, beziehungsweise die Attack Speed Passive. Das heißt, ihr könnt das hochstacken, wenn ihr quasi in der Passive noch einen killt, dann habt ihr 30% Attack Speed. Und wenn ihr dann noch einen killt, habt ihr zum Beispiel 45% Attack Speed. Das heißt, ihr könnt das noch richtig krass hochstacken. Deswegen rastet Jinx ja auch so richtig heftig aus, wenn sie mehrere Kills macht. Bei den Maxen der Skills sieht das Ganze so aus, dass wir mit der Q anfangen, mit Level 1. Mit Level 2 kann man sowohl die W als auch die E nehmen. Das ist absolut Geschmackssache und das kommt so ein bisschen drauf an, was ihr machen wollt. Habt ihr so einen Champion, so eine Leona, die da reinspringt und mit Level 2, dann würde ich euch auf jeden Fall die E empfehlen. Wenn ihr eher so ein bisschen, also wenn ihr so im Nahkampf geplänkelt seid, wenn die Gegner so ein bisschen am Wegrennen sind, dann kann man auch die W nehmen. Das ist so absolute Geschmackssache. Mit 3 kommt wieder die zweite Geschmackssache. Das heißt, ihr könnt sagen, okay, wenn ihr wirklich traden wollt, all in, dann würde ich euch empfehlen, einen Punkt in alles zu setzen. Wenn ihr eher so sagt, okay, hey, ihr geht noch nicht so viel und ich will lieber poken, den Gegner poken, ein bisschen Schaden immer drauf bringen, dann würde ich einen zweiten Punkt ins Q machen und dann mit 4 den anderen Spell nehmen. Gemaxt wird zuerst das Q, dann das W, dann das E und die Ultimate immer, wenn es geht. Beim Spellen, beziehungsweise beim Maxen der Spells ist es so, bei der Minigun, sie kriegt jedes Mal zusätzliches Attack Speed und der Raketenwerfer mehr Reichweite. Das W slowt mehr, hat weniger Cooldown und mehr Schaden. Der Damage skaliert ganz gut eigentlich. 50 mehr Schaden pro Level Up ist ziemlich gut. Und bei der E ist es so, dass sie mehr Schaden macht, weniger Cooldown ist halt nicht so geil. Und die Ultimate hat mehr Execute Damage und mehr Minimum, Maximum Damage und Cooldown und so weiter. Wir kommen dann nun zu den Kombos, Tricks, Kombos und den Tricks. Und da fangen wir erstmal mit ganz kleinen, einfachen Sachen an. Und zwar mit der Q. Mit der Q grundsätzlich ist es so, als AD Carry ist Last Hitten sehr, sehr wichtig. Und Last Hitten funktioniert so, dass wenn du mehr Attack Speed hast, dann ist die Auto-Animation schneller, ja. Die Auto-Animation ist schneller. Das heißt, wenn ich sage, okay, da ist gerade so eine Kanone und da sind viele Minions unterm Turm, lohnt es sich oft mal, die Auto-Hit-Animation schon, beziehungsweise das Attack Speed vorher schon mal hoch zu scalen, damit ich dann schneller Last Hitten kann. Oder vielleicht sogar ein oder zwei Auto-Hits auf denselben Minion drauf kriege, ja. Das kann deutlich helfen. Oder andernfalls kann es auch mal sein, dass ich sage, okay, ich nehme lieber den Raketenwerfer, weil dieser 110% Damage macht. Das heißt, damit habe ich ein bisschen mehr Chance, die Kanone zum Beispiel zu Last Hitten, weil da ein bisschen mehr Damage drin ist. Die Q synergiert wunderbar mit Runans, weshalb Runans so ultra wichtig auf Jinx ist. Denn ihr könnt, wenn ihr seht hier, ihr müsst das immer erst hochstecken. Wenn ihr aber mit Runans einmal schießt, habt ihr sofort Instant 3 Stacks und habt sofort dieses Attack Speed Cap. Das ist so unglaublich wichtig. Ihr habt also Instant das Attack Speed Cap. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, mit dem Raketenwerfer auf mehreren Zielen den AOE Damage zu procken. Das heißt, wenn wir jetzt eine Rakete hier drauf schießen und eine auf Miss Fortune, dann kriegen beide die Rakete ab und beide kriegen den AOE Damage und geben sich gegenseitig den AOE Damage. Das heißt, dieser Runans ist sowohl für den Raketenwerfer als auch für die Minigun sehr, sehr nice und absolut wichtig. Beim Türme-Pushen habt ihr zwei Entscheidungen. Natürlich, wenn ihr den Tower hart pushen wollt, keine Gefahr in der Nähe ist, schießt mit der Minigun drauf, ihr habt extrem viel Attack-Speed. Solltet ihr gerade so diese Inhibitor-Türme angehen, wo ja noch wirklich, wo man sagt, okay, da stehen fünf Leute, hier stehen fünf Leute und man ab und zu mal versucht, so eine Rakete drauf zu bringen, nehmt wirklich den Raketenwerfer und da könnt ihr auf Max-Range immer mal safe so eine Rakete aus guter Distanz drauf bringen und den Tower runterpocken. Sobald ihr zwei Level in den Q investiert habt, habt ihr genug Reichweite, um außerhalb des Baron Pits bzw. außerhalb des Dragon Pits auf den jeweiligen, auf das Objective zu schießen. Ja, da kann man auch mal easy so einen Steal machen, indem man vielleicht mal drauf schießt. Kann man auf jeden Fall mal probieren. Was ihr auf jeden Fall lernen müsst, ist so das Poken mit der Q, mit der Raketen-Q. Das Ding ist nämlich, oft sagt ihr, okay, in der Landing Phase, ihr schießt so ein bisschen mit der Machine Gun hier und da. Und wenn ihr dann den Champion mal poken wollt, so weil ihr habt gerade Zeit, ihr habt gerade nichts zu tun, außer weil ihr gerade den Minion gekillt habt, dann sagt ihr, okay, ich wechsle jetzt auf die Rakete und schieße einfach mal hier auf den Champion. Ja, das ist immer mal so zwischendurch so eine Rakete drauf zu bringen zum Poken. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig und da kann man wirklich sehen, da beziehungsweise damit kann man sehr viel Druck als Jinx aufbauen und zeigen hier, hey, ich hab's drauf. Mit der W könnt ihr manchmal vereinzelt auch mal so ein Minion last hitten. Das heißt, wenn ihr sagt, okay, ich will die Kanone zum Beispiel haben oder irgendein CS noch saven, könnt ihr aus hoher Distanz so ein Minion mitnehmen. Mit der W habt ihr außerdem die Möglichkeit, dem Gegner im Gebüsch aufzudecken. Das heißt, wenn ihr da einmal reinschießt, kriegt ihr kurz Vision von ihm und habt hier, ihr seht, kurze Augen darüber. Dann kommen wir zu der E. Bei der E fangen wir zunächst erstmal mit dem ersten Punkt an, wo die meisten gar nicht dran denken und wo ich schon mal dran gestorben bin. Denn die E macht nicht nur Schaden, wenn jemand reinläuft. Also ein Champion kann im Meer reinläufen, aber bleiben die liegen, dann platzen die irgendwann und machen Feuerdamage. Ihr seht das, die machen Damage, auch wenn niemand da durchläuft. Das heißt, wenn ein gegnerischer Champion oder ihr selber daneben steht, also als
Gegner von Jinx, ihr selber neben den Bomben steht, kriegt ihr Damage. Das heißt, ihr könnt das natürlich auch so ein bisschen zum Wave-Clear nehmen. Also ein bisschen dezent, ist jetzt nicht der krasseste Wave-Clear, aber hilft natürlich hier schon so ein bisschen. Und aufgepasst. Außerdem gibt die E-Vision, wenn ihr sie also in einen Busch werft, habt ihr die Sicht, was da drin los ist. Könnt alles sehen, also auch zum Face-Checken sehr, sehr gut. Ihr könnt die E außerdem im Laufen zaubern, ja. Das heißt, ihr bleibt nicht stehen, ihr sagt jetzt, okay, hey, hier, mich verfolgt jemand, wir werfen die Bomben easy. Werft sie, während ihr lauft und zack. Also nicht stehen bleiben oder so, einfach weiterlaufen. Und natürlich zum Saunen sehr, sehr effektiv. Saunen bedeutet, dass ihr sagt, okay, ich will nicht, dass du hier langläufst. Das heißt, wenn ich hier die Bomben werfe, dann wird da keiner auf die Idee kommen, hier durchzulaufen. Vermutlich nicht. Ihr könnt es an den verschiedensten Stellen benutzen. Gerade in so kleinen, engen Stellen, hier zum Beispiel überall im Dschungel. Man kann auch sagen, man wirft das hier vor das Dragon Pit, damit die Gegner nicht mehr rauskommen oder vielleicht die Gegner auch nicht reinkommen, wie man es so will. Oder was halt wirklich sehr, sehr gut auch hilft, ist, dass ihr sagt, ihr verteidigt damit Türme. Ihr könnt zum Beispiel sagen, ihr werft die jetzt hier so hin, damit die Gegner, oder hier so in der Mitte so ein bisschen, damit die Gegner wirklich Angst haben, da hinzugehen. Oder wenn ihr auch so einen Turm belagert, könnt ihr sagen, okay, ihr werft die wirklich so großzügig nach da hinten. Das saunt die Gegner weg und ihr könnt dadurch, habt ihr besser Potenzial, Türme einzunehmen. Außerdem ist es wichtig, dass diese Bomben sich aufsplitten. Ich weiß nicht, ob es mal wichtig für euch ist, aber die bleiben nicht immer zusammen, sondern sie fallen. Jede Bombe hat so seinen eigenen Weg und die fallen dahin, wo es am nächsten ist. Ja, wenn wir sie also jetzt mal hier so werfen, seht ihr, da oben sind zwei, eine da unten. Ab und zu kann sowas vielleicht mal in irgendeiner Situation nützlich sein, dass man sagt, man wirft die hier vielleicht so rüber, dass dann eine noch da irgendwo hinkommt. Dann kommen wir zu den Ultimate-Punkten. Und zwar bei der Ultimate ist es so, das habe ich noch nicht vorhin erwähnt, aber deswegen sage ich es jetzt. Die Ultimate bekommt mehr Schaden, je länger sie fliegt. Aber viele denken, ja, sie muss richtig lange weit fliegen, aber dem ist gar nicht so. Denn die Ultimate muss nur eine Sekunde fliegen. Wie weit ist eine Sekunde? Das kann ich euch gerne zeigen. Das ist nämlich genau die Reichweite, die Sepp-Reichweite. Wir nehmen einfach mal hier, das heißt, wir stellen das Wort hier oben hin, stellen uns jetzt hier unten hin. Das ist also die Reichweite, die die Rakete fliegen muss, bis sie maximalen Schaden hat. Ihr seht das, die macht jetzt 45 plus 2 bis 450, also so weit ist es gar nicht. Diese Distanz muss ich nur fliegen und danach gibt sie auch nochmal, ihr seht, da kriegt sie so einen Ultra-Boost und gibt richtig, richtig, richtig Gas. Bei der Ultimate ist es wirklich so, ihr könnt sie über die gesamte Map schießen. Sie wird schneller, je länger ihr fliegt. Und wenn ihr seht, dass hier oben jemand gerade den Backpot anfängt, könnt ihr die Ultimate sofort abschießen und ihr trefft die Person auf jeden Fall. Beim Ultimate-Treffen ist es so, am besten ist es, wenn... Also zwei Punkte. Der erste Punkt ist natürlich, ihr müsst überlegen, wo porten Gegner back. Ja, ihr könnt es während der... Ihr könnt es natürlich zum Train auf eurer Lane benutzen oder um euch Kills auf anderen Lanes zu holen, wenn ihr so ein bisschen sicher seid, wie das Ganze mit dem Treffen ist. Wo porten Leute viel back? Oft ist es so in Gebüschen, ja. Wenn jemand zum Beispiel hier fightet und wegläuft, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass er zum Beispiel in diesen Busch backportet. Er wird sich nicht hier hinstellen, sondern in den Busch. Wenn jemand hier oben, wer hier gerade gefightet hat, der gehört zu diesem Team, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass er entweder hier oben in den Busch backportet, wahrscheinlich hier so oder da so, gerade im Busch, oder vielleicht auch hier am Turm so in der Nähe. Das ist also die Idee, dass ihr sagen müsst, wo porten Leute off back, dass ihr da besser trefft. Ich muss mal meinen Greenscreen ein bisschen fixen, sorry Leute. Und das andere Ding ist, oh, ich kann ja gar nicht mehr machen, dann muss ich mal das Licht anmachen. Und das andere Ding ist, man kann Fountain Sniping machen, ja, das heißt, gerade wenn die Leute in der Base zurückgeportet sind, könnt ihr sagen, dass genau in dem Moment, wo sie hier erscheinen, die Rakete genau hier eintrifft. Das heißt, sie sind mit 5% porten sie back und zack, kriegen sie instant die Rakete ins Gesicht, bevor sie sich noch regenerieren. Das bedarf natürlich großes Timing und dafür habe ich euch mal dieses Bild hier zur Verfügung gestellt. Und zwar ist das so, ihr seht, wie viele Sekunden ihr warten müsst, bis ihr die Ultimate abschießt,
damit ihr den Gegner direkt an der Fontäne trifft, also hinten an der AP. Das heißt, wenn ihr genau in der Mitte steht und ihr jetzt irgendwo auf der Map jemanden recallen seht, dann müsst ihr 2,5 Sekunden warten, bis ihr die Rakete abschießt. Natürlich müsst ihr bedenken, dass ihr auch irgendwelche anderen Midlaner da irgendwo treffen könnt. Da müsst ihr natürlich aufpassen. Ihr wisst also zum Beispiel, wenn ihr vom Red Buff ausschießt, also vom Gegner, also vom lilanen Red Buff, müsst ihr 3 Sekunden warten. Wenn ihr am obersten, also am linken Turm ganz von der blauen Base steht, da wo die 0,5 Sekunden steht, müsst ihr also, wenn irgendjemand backpottet, 0,5 Sekunden warten und dann die Rakete schießen. Das kann auf jeden Fall sehr, sehr nützlich sein. Ihr müsst jetzt nicht genau alles auswendig lernen, aber so eine grobe Richtlinie, dass ihr wisst, okay, so und so lange dauert das Ganze. Man kann mit der Ultimate auch sehr, sehr gut Baron und Dragon stealen. Das Ding ist aber, dass die Ultimate selbst keinen Schaden gegen Dragon oder Baron macht. Also nicht direkt, sie kann nicht davon ausgelöst werden, aber wenn ihr einen Champion trefft, macht diese Ultimate AOE-Schaden und sie verursacht 80% an allem in der Nähe. Das heißt, diese 80% gehen auch auf den Baron oder auf den Dragon über und damit könnt ihr den Baron stealen. Um die Ultimate am besten zu treffen, jeder sieht, die Ultimate hat eine Cast-Zeit. Ja, ihr müsst kurz so das Ding aufladen und dann fliegt das Ding los. Es ist also relativ einfach zu dodgen. Ihr solltet also in den meisten Fällen, wenn ihr wirklich sagt, ihr wollt die auf die Lane treffen oder irgendwo auf einen Gegner treffen, wäre es am besten, wenn ihr das out of vision macht. Ja, das heißt, wenn ihr zum Beispiel in einem zurückgeht, sodass der Gegner keine Vision von euch hat, oder ihr selbst in einen Busch geht und dann die Ultimate aus dem Busch herausfeuert. Wenn der Gegner euch sieht, dann ist es sehr, sehr einfach, die Ultimate zu dodgen, geht also außer Sichtweite raus. Wir kommen dann nun zu Jinx Kombos und bei der Kombo von Jinx sollten wir kurz erstmal über ihr E reden. Wenn sie ihr E wirft, dann macht sie so, sie muss es ja werfen, ja, sie wirft es. Und in der Zeit kann sie kurz nicht angreifen, ja, das heißt, sie blockiert sich ähnlich wie Renekton ganz kurz. Also es ist nicht viel, aber ganz kurz sich selber. Diese Animation kann man aber nutzen, beziehungsweise, ich wollte gerade sagen ausbeuten, aber kann man verbessern. Das heißt, ihr könnt sagen, okay, entweder wir werfen und können nichts machen oder wir werfen und können gleichzeitig das W casten. Wenn ihr das genau in dem gleichen Moment zaubert, dann nutzt ihr quasi die Zeit, wo ihr nichts machen könnt und schießt gleichzeitig euer W. Wir können also zum Beispiel das EW und seht ihr, das kommt gleichzeitig. Das heißt, das wäre die erste Combo, dass ihr EW macht. Das Wichtige beim E ist natürlich in diesem Moment, dass ihr sagt, okay, das E müsst ihr wahrscheinlich so ein bisschen hinter dem Gegner werfen. Oder vielleicht ist er auch gestunt, dann wäre es egal. Wenn er gestunt ist, ist es scheißegal. Aber ihr müsst so ein bisschen EW diese Kombo machen. Das Abbrechen der Animation von dem E geht ebenfalls mit der Ultimate, wobei das meistens wahrscheinlich keinen Sinn macht. Aber ich zeige euch das Ganze mal. Das heißt, ihr macht E und zaubert im gleichen Moment quasi die Rakete. Das ist, kann man machen, aber macht in den meisten Fällen wahrscheinlich nicht so viel Sinn. Für die komplette Damage-Kombo könnt ihr das Ganze quasi so machen, dass ihr zum Beispiel, wenn ihr wirklich das, die Sicherheit habt, dass ihr, der Gegner, ihr mit dem, den Gegner mit dem E trefft, könnt ihr die EW-Ultimate-Kombination machen. Die Ultimate wird zwar nicht den Maximalschaden machen, aber sie skaliert ja bis zu einer Sekunde. Das heißt, eine Sekunde wäre ja bis hierhin, bis dahin macht sie also 100% Schaden. Bis hier wären es also wahrscheinlich so 70%. Das reicht in vielen Fällen aus oder so. Das heißt, ihr macht die EW und schießt dann sofort die Rakete hinterher. Und das ist, ihr habt gesehen, 191 Schaden. Das wäre also so eine kleine Full-All-In-Damage-Kombo, die wirklich viele Trades schon im Early-Game gewinnen kann. Außerdem müsst ihr nicht so nah ran. Ihr habt also mehr Reichweite, als ihr wahrscheinlich Outhits habt. Ihr seht, da müsstet ihr noch ein bisschen rangehen. Seid also noch relativ auf safer Distanz. Wäre eine Art, sowas zu machen. Vorteil ist natürlich, der Gegner ist gerootet und geslowt und kommt aus der Ultimate nicht so schnell wieder weg. Und besser die Ultimate treffen mit etwas weniger Schaden, als gar nicht mit vielleicht viel Schaden. Wir reden dann nochmal über Jinx allgemein ein bisschen. Was ist ihr Playstyle? Was für Counter hat sie? Jinx ist relativ... Also sie ist schwierig am Anfang. Nicht schwierig vom Sinne von... Sie ist schwer oder sie ist schlecht, sondern sie ist schwierig einzuschätzen. Gegen einige Matchups kann sie sehr aggressiv spielen, zum Beispiel mit einer Leona zusammen kann sie extrem abgehen. In einigen Matchups kann sie aber auch sehr, sehr hart auf die Fresse kriegen. Das heißt, am Anfang haben wir generell wenig Reichweite, weil wir nicht die ganze Zeit Bazooka schießen können. Sie ist also anfällig gegen Champions mit viel Reichweite am Anfang. So eine Caitlyn zum Beispiel kann ihr da schon sehr ordentlich zusetzen. Ebenfalls hat sie kein Escape. Sie hat kein Escape und deswegen ist es wichtig, oder wäre es wirklich gut, einen Supporter zu haben, der Escape mitbringt. Das heißt, ein Tahm Kench kann dir helfen. Ein Thresh kann dir helfen mit Escape. Also es gibt ein paar Champions und Braum kann dich beschützen. Du bräuchtest also einen Supporter, der dich beschützen kann. Mit Leona kann ich zwar nicht beschützen, aber da ist halt Angriff die beste Verteidigung. Und bei Jinx ist das Wichtigste ihr Positioning. Positioning ist sehr, sehr wichtig, denn ja, du musst dich in Teamfights, musst du wissen, das Wichtigste ist, wann benutze ich die Raketen, wann benutze ich die Minigun. Und das macht einen guten Jinx-Spieler aus. Denn oft kann man sagen, natürlich grundsätzlich, wenn du im Nahkampf jetzt jemanden hast, ja, dich verfolgt so eine Irelia, dann ist es auf jeden Fall am besten, mit der Minigun zu kiten. Du kommst eh nicht mehr auf Max Range und die Minigun macht natürlich mehr DPS. Aber Minigun macht zwar grundsätzlich mehr Schaden, weil sie meistens mehr Attack Speed hat und du damit mehr Outhits rauskriegst, aber es gibt auch Situationen, wo die Raketen wirklich mehr Sinn machen.
oft wirklich, wenn da so ein Teamfight ist, dann willst du da gar nicht so nah rein. Ja, dann sagst du manchmal, okay, ich schieße ein paar weniger Outhits, bin aber safe hinten an der Front und geh nicht so nah in die Gefahr dran. Denn eine tote Jinx bringt niemandem was, auch wenn du mit Minigun mehr Schaden machen würdest. Wenn du tot bist, bist du tot und machst gar keinen Schaden. Das ist so immer so ein bisschen eine Entscheidung. Ebenfalls kann der Raketenwerfer gerade in Teamfights sehr, sehr geil sein, wenn viele Leute geklumpt sind, ja. Dann mit Runans die Raketen reinzuschießen, da macht ihr richtig krassen Schaden. Ansonsten sollte man sagen, grundsätzlich sollte man sagen, wenn es geht, immer Minigun, aber ihr dürft dabei nicht sterben, ansonsten Raketenwerfer. Das ist so grob die Regel. Minigun immer, GG mehr Schaden. Aber ihr dürft nicht sterben, also Raketenwerfer. Ich wiederhole mich, ja, tut mir leid. Ansonsten, was gibt's zu sagen? Wie gesagt, ihr braucht einen guten Supporter. Ihr solltet nicht unbedingt gegen so harte Engage-Kombos spielen, ja. Harte Engage ist, wie gesagt, auch eine Leona im gegnerischen Team wird sehr, sehr schwierig, weil ihr, wenn ihr engaged werdet, kommt ihr davon nicht weg. Ein Ezreal blinkt raus, eine Catelyn kann sich weggehen, etc. Und dementsprechend ist einfach das Positioning das Allerwichtigste. Jinx ist ein Hyper-Carry. Sie hat mit ihrem Q das krasseste Attack-Speed und die ganze Zeit, ja, dieses Attack-Speed-Series bleibt die ganze Zeit im Kampf. Sie braucht nicht irgendwie so eine Tristana-Q, die irgendwann auf Cooldown ist. Sie kann die ganze Zeit ballern und deswegen ist sie der, ich glaube, einer der krassesten Hyper-Carries. Kog'Maw ist vielleicht noch da drüber, aber Kog'Maw ist eh retard und wird, glaube ich, bald wieder geändert. Und ja, das zu Jinx. Hoffe, hat euch so ein bisschen geholfen. Achso, das Kiten ist übrigens ebenfalls sehr, sehr wichtig. Ich empfehle euch mein Solo-Q Kite, nee, nicht Solo-Q, How to AD Carry Kite Guide. Ich packe den unten in die Beschreibung, wenn ich dran denke. Wahrscheinlich nicht, aber gucken wir mal. Ja, ansonsten erinnert mich dran. Also, packe ich unten in die Beschreibung. Guckt das an, wer Gameplay sehen möchte. Einfach mal in die Endcard drücken und auf Wiedersehen. Viel Spaß im Ranked und im Game und im Solo-Q und wo auch immer. Ja, meine Freunde, was geht ab und auch herzlich willkommen zum Gameplay und ihr werdet nicht erraten, welchen Champion wir spielen. Nein, das werdet ihr nicht. Ihr werdet es nicht erraten. Wir spielen im Jinx Gameplay Guide, spielen wir Jinx. Ja, tatsächlich. Und wir spielen gegen die gute Vayne. Wir haben Thresh dabei. Wir gucken mal, wir haben Nahe Top Lane. Sugard, bleh. Jorik ist total OP, Brand, ja, deren Team ist auf jeden Fall GG. Wir spielen, die, ist das Fist Jungle gewesen? Nee, lol, hä, was macht der hier? Ja, okay, auf jeden Fall haben wir, unser Jungler ist auf K, nee, ist doch da. Wir spielen Jinx, wir spielen gegen Vayne, das ist so, die meisten AD Carries outscaled Jinx, also Jinx outscaled die meisten AD Carries, zum Beispiel so Lucian und Ezreal und so Zeugs und Sivir und, also die meisten. Aber Vayne ist auch ein sehr, sehr harter Late-Game-Carry. Also grundsätzlich hat man nämlich meistens noch die Sache, willst du aggressiv spielen oder nicht? Die Frage ist, outscales du den Gegner, ja oder nein? Also du kannst mit Jinx die super safe auf jeden Fall immer. Wenn du möchtest, kannst du mal safe spielen und versuchen, einfach ins Late-Game zu kommen, mit viel Farm, mit viel etc. Wenn du jetzt gegen einen... Also es kommt halt, wie gesagt, aufs Matchup drauf an. Man kann Jinx aber auch sehr, sehr aggressiv spielen. Das kommt natürlich auch immer auf den Supporter, den man hat. Deswegen ist das immer so ein bisschen mixed Sache. Aber so ein Ezreal outscales im Late Game, abgesehen von der Mobilität, die du nicht hast, outscales ihn von einem puren DPS her super hart. So, wir fangen natürlich mit der Q an. Und ich generell bin ein Dude, der spielt halt sehr, sehr aggressiv. Und deswegen werde ich auch zwischendurch, ist die Idee, wir machen die Outwits auf die Minions, werden aber zwischendurch immer mal versuchen,